Hallo zu einer neuen Forest-Folge mit Concord. Hallihallo. Und wir sind gerade dabei, die Dächer fertig zu machen. Von unserem Haupthaus ist es ja endlich fertig geworden. Und Oh jetzt auch noch yeah. bei unseren Lagerhäusern und so. Hier haben wir schon die Hälfte und da hinten müssen wir noch machen. Also vielleicht schaffen wir es sogar in der Folge. Bin mir nicht Ja, sicher. doch, das Geil sollte. wär's. Geil wär's natürlich. Hast du hier noch einen Wagen? Nee, ne? Nee, Den nee. einen Wagen habe ich jetzt gerade mitgenommen. Ich weiß nicht, ob du noch einen hattest. Ich glaube nicht. Nee, glaube nicht. Ich bin direkt Nee, die anderen zwei weggelaufen. stehen hier. Ja, aber ich bin direkt weitergelaufen. Von den Eingeborenen. Ich will jetzt aber nicht. Also klar, Effigies weiterbringen ist auch nice. Ich glaube, das schaffen wir sogar noch von Folge zu Folge. Kann ich mir echt vorstellen, dass wir das noch schaffen. Aber das Ja, funktioniert. aber Effigies ist halt schon ein Riesenprojekt, ne? Ja, aber es läuft wirklich nebenbei. Wenn ich mir jetzt so einschaue, was wir da reingeholzt haben. An Effigies. Ja, das schon, aber wenn man halt so schaut, man braucht noch 104 Köpfe, also 104 Eingeborene müssen wir noch killen. Pro Angriff kommen vielleicht maximal 6, 7 zustande. Ja, es ist, aber ich glaube, Also das dauert schon was noch. halt sehr nervig ist, dass, ich sag mal, dass du immer nur einen Kopf tragen kannst. Das ist das Das ist das Nervige, ja. Nervige, sonst wäre es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Aber irgendwo gab es noch mal so ein Verzeichnis. Aua. Digga, ich habe die Hälfte meiner. Oh, shit! Ich habe die Hälfte meiner Rüstung verloren. Weil mir ein Baum auf den Kopf gefallen ist, weil ich gerade im Ding im Heft war. Ha! Nice. Es ist ja auch nicht mal passiert, sehr schön. Schnauze. Finde ich nicht lustig. Das war eine schwer zusammengestellte Mutantenrüstung. Weil die kommen wieder. Ärgert Die haben mich. an Nahrung so gefressen. Ja, waren aber lange keine Mutanten mehr da eigentlich. Also ich kann mich jetzt nicht genau dran erinnern, aber. Noch vorletzte Folge waren ja noch nicht hier da. Waren da echt welche? Okay, krass. Hätte ich zumindest gedacht. Kann aber auch immer schnell täuschen. Oh, hier ist ja Haben wir nochmal den? ein Teich. Ja. Ob ich doch nochmal nachgucken müssen, ob ich wirklich eine Aufnahme gedrückt habe, ey. Jetzt einen Schock bekommen, kurz. Jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich einfach mal kurz Da war ich nachgeschaut. mir nicht mehr so ganz sicher. Okay, eins ist fertig. Ich fahre damit schon mal, ne? Ja. Komm schon, jetzt mach Hier liegen den noch ein Baum. paar. Bin ich gerade vorbeigefahren. Nein, 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 nicht in den See. No. Ja, ich glaube, es ging so gut. Nein! Da So. Huch, da lang. Da ist er. Eigentlich müsste man, stell mir vor, eigentlich müsste man, wenn wir dann wirklich fertig sind, ne, mit allem, in der Staffel, sage ich jetzt mal, dann müsste man eigentlich so, kennst du diese, ich sag mal, Cinematic Trailer? Kann man das sagen? Eher nicht. Aber diese Ach so, so schön ab. gemachten Trailer, wo die Kamera mal so runterfliegt und dann irgendwie so einmal Ja. drüber und dann einmal von so der, zum Beispiel von der Kirche weg oder sowas in den Himmel. So ein Trailer müsste man machen. Von jedes Bauprojekt. Wäre schon Stimmt, fett irgendwie. man könnte in diesen kreativen Modus gehen. Und dann kann man herumfliegen. Glaube aber, ist das schwer, so ein richtig gutes, weißt du, so mit Qualitäten und Übergängen und nicht einfach nur rumfliegen, das sieht man ja meistens dann. Ja. Ja, man Yep. müsste halt ein bisschen Zeit investieren. Um die perfekten Shots hinzubekommen. Das stimmt, ja. Aber wäre generell schon ganz cool. Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja. Mit so einer epischen Musik oder so. Genau, so. Und dann das so als Kanaltrailer reinhauen oder so als neues Video wäre auch kein schlechtes Video, so was wir so bauen. Oder Was so, wenn dann in. der zweite Teil rauskommt oder so, dass man sieht, so, ah, erster Teil, was man so geschafft hat. Ah, Genau, perfekt. es ist so früher und dann kommt dieser Trailer und dann heute, bam, The Forest 2 und dann geht's los. Oh, Oh, wär, das, oh, ja, wäre ganz oh, nice das, oh, irgendwie. das wäre geil.
Wäre schon nice. So eine Art Flugzeug-Bauzusammenfassung und dann. Ja, so. Oh, das wäre was. Komm. Auf das hätte ich sogar Bock. Kannst du mal gucken, ob du sowas zusammenkriegst. Du bist der bessere Schneider von uns beiden. Eindeutig eigentlich. Oh. Könntest du mal, aber... Na gut, du hast es ja noch nie so richtig probiert. Du hast es mal bei Counter-Strike, glaube ich, probiert. Bei ja, bei zwei bisschen. Videos, glaube ich. Und es ist aber wieder, wie lange her? 6 Jahre oder 5 Jahre? Ja, also, 5 circa. Ja, ich hatte immer wieder mal vor, aber ganz ehrlich, ich finde ja kaum Zeit, normal aufzunehmen oder mal zu streamen. Ist das eh schon. Ich glaube, dir fehlt auch das richtige Programm, ne? So richtig? Ja, ja, doch. Doch. So ein ordentliches Programm habe ich auch nicht. Ich hatte ich mal, aber. Was ich immer so richtig krass finde, aber wir haben die komplette Staffel keinen einzigen Baum wachsen lassen, ne? Ist krass, ja. Ich bin aber ein bisschen stolz drauf. Bäume, wie wir eigentlich gefällt haben, der Wahnsinn. Ich bin aber stolz drauf, muss ich sagen. Ich habe alles voller Bäume, alles voll was, ja. Das wäre auch geil. Also, das will ich dann auch unbedingt machen. Ich weiß nicht, ob on-screen oder off-screen, also. Während aufnehmen oder nicht aufnehmen. Davor, danach. Genau, ja, so ein, wäre geil, obwohl, könnte man sogar, glaube ich. Ja, wo, das könnte man, der Glück sagt, mit in diesen Trailer reinpacken. Ja, aber davor, danach ist schwer, weil wir jetzt eben davor nicht fliegen. Also das geht ja nicht mehr, weil jetzt haben wir dann nur die Aufnahmen. Man müsste halt, Glück sagt, eine neue Folge, also neue Runde starten. Achso, und dann dort drüber fliegen, stimmt, ja. Und dann halt sagen, so hat es davor geschaut. Ich weiß, das kriegt man schwer hin, aber cool wäre es natürlich, wenn man in so einem Zeitraffer dann sieht, wie dann der Wald verschwindet und die Gebäude wachsen. Ja, das wäre auch so ein Zeitraffer, auf so ein Zeitraffer-Video. Ja, aber ich weiß nicht, das bräuchte man so viel Zeit, um das jetzt nachzustellen. Oh, ich will gerade mit dem Katana ein Holz fällen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, wieder richtig bei der Sache. Aber das wäre schon geil, so ein kleines... so ein kleiner Trailer-Video, was von Anfang bis Ende, so die ganze Staffel in Kurzzusammenfassung. Ja, richtig nice. Na gut, aber für so ein Video muss man wahrscheinlich dann 15 Stunden sowas einrechnen, wahrscheinlich. Wenn es überhaupt reicht. Ja. Nee, wahrscheinlich länger. Allein bis man das Material zusammengesammelt hat. Ich glaube, das dauert sogar am längsten, das ganze Material sammeln. Ja. Ich glaube, das Zusammenschneiden und sowas, das geht. Das dauert, das selber dauert gar nicht so. Ja, es dauert schon seine Zeit, aber es geht. Ja, aber das braucht halt dann nur 2-3 Stunden vielleicht, aber das ganze Material sammeln und so. Da musst du dir ja eigentlich fast alles nochmal anschauen und... Ja, so eine Art Drehbuch und so. Ich meine, schon so ein Best-of ist schon teilweise schwer, weil du dir die Stellen, wenn du jetzt die nicht aufgeschrieben hast, musst du es dann nochmal raussuchen und finden. Das ist schon teilweise schwer genug. Komm, 13 Baumstämme. Ich glaube, das ist ein Wagen plus 2 Baumstämme, die noch so getragen werden müssen. Aber ich glaube, hier liegen bestimmt noch irgendwo Baumstämme, die wir einfach nicht sehen durch die ganzen Gebüsch-Scheiße. Hallo! Kann sein, ja. Bleib stehen! Steh! Nein, nicht in den Stein! Oh, ich hab ein Reh wieder mit dem Katana erlegt, Alter. Seit wann laufen die mir jetzt nur in die Arme? Ja, die Rehe, die verhalten sich irgendwie seit kurzem sehr komisch, muss ich sagen. Komm mal her, komm mal her, komm mal zu mir. Guck dir diesen Baumstamm an. Lol, Alter. Das ist ja... Naja, sowas sollte einfach nicht sein im zweiten Teil. Also, ja. Eigentlich brauchen wir jetzt noch genau einen, oder? Deswegen einen Baumstamm, ganzen Baumfällen. Warte, wir schauen oder ich zahle mal kurz durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nein, passt! 13 Stück. Ah ja, perfekt. Dann gehe ich mit dem einen zu Fuß. Boah, das wäre nicht hier mal gut getimed. Oder ich nehme einfach mal den Wagen hier mit, dass er nicht so irgendwo im Weg steht. Ich bin wieder auf dem Weg. Oh no. Jetzt aber schnell. Oh, ich bin hinter mir. Ich werde verfolgt. Na, du wirst nicht verfolgt, weil ich bin direkt hinter dir. Ich werde verfolgt. Panik. Ich habe keine Ausnahme. Öffne das Tor. Ich muss links überholen. Ah, es ist hier offen. Null. Schließe das Tor. Die eine Falle müssen wir dann noch reparieren.
Wow. Bleibst du da? Danke dir. Gut hingestellt. Perfekt. Jawoll, Alter. Geil. Virtuelles High Five. Ah, perfekt. Sehr schön. Komm schon. Nimm. Nimm den Wagen. Der soll da nicht bleiben, wenn es geht. Ich kann ihn nicht nehmen. Dann lauf mal dagegen. Der springt dann schon weg. Geh mal weg. Nicht dein Ernst jetzt. Das ist jetzt. Echt der Witz, oder? Jetzt. Warte, jetzt. Warte. Ich glaube, ich kann schon. Warte, ich speichere lieber, bevor ich in die Luft fliege. Speichern wir lieber mal kurz. Bevor da wieder einer hochfliegt und dann komplett. Rüstung. Lass mich da. Aus. Was ist denn für ein Problem, verdammt. Es steht doch eh und auch. Noch nicht an. Ja, ein genau, das war vorhin auch schon das Problem. Ich verschieb's ein bisschen. Kann ich bewegen? Ja, ich schieb's auch ein bisschen. Oder was bist du? Ich hab keine Ahnung. Dann ist sie richtig festgepackt an der Treppe. Gleich. Oder? Ja, warte. Jetzt, komm. Komm. Ja, hab ihn. Oh, perfekt. Wow. Lol. Ups. Kann ich hier raus? Ja, doch, ich glaube, warte. So, ja, perfekt. Oh, knappes Ding. Genau sowas will ich eben nicht in The Forest 2 haben. Wobei es eigentlich auch schon wieder lustig ist, ne? Solche Mini-Fehler. Ich glaube, wir brauchen schon so einen Parkplatz irgendwie. So für unsere drei eigentlich haben wir ja einen Parkplatz. Eigentlich war hier mal so ein Parkplatz, das weiß ich noch. Hier? Oh, hier müssen wir was reparieren, sehe ich gerade. Oh. Das hier mal. So, da la. Ja, wenn ich schon mal hier bin, weiß ich mal kurz was. Ja, noch irgendwas reparieren? Nee, doch hier. Okay, was ich krass finde, ist, unser Vorrat hat sich doch ganz schön dezimiert. Also man merkt, ja, wenn man Bauprojekte konzentriert, dann geht Essen gar nicht mehr. Gut, ich habe jetzt natürlich wieder ein bisschen Reh, aber das war ja auch eigentlich nicht, das war ja mehr Glück als wie. Halt, ich habe ja noch ein paar Fälle. Waren die Fälle hier noch? Ah ja, okay. Also ich muss aber jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt ein bisschen hier verkackt mit der Ordnung. Ja, Fälle, ich habe auch noch. Ich habe haufenweise Fälle, ich habe richtig viele Fälle. Das ist alles Hase, ich Hase, so viel Hase, 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 Reh, 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 Echse, Echse, Echse. Oh, warte, hier ist ein bisschen durcheinander. Das hatten wir noch nie, oder? Das wäre eigentlich zu viel nee, Fälle. Echt nicht. Hase, Hase. Wie kann das denn eigentlich sein? Dann hier haben wir nur Hase. Nee, hier haben wir Reh. Das ist Hase. Shit. Nehme ich hier mal mein Reh, mein Reh, mein Reh. Oh. Okay, danke dir. Warte, jetzt mag ich hier Hase hin, weil ich brauche ja auch eine Ordnung. Es geht anders nicht. Hase, Hase. Dann kann man hier mal Reh, Reh. Gut, aber ich glaube, wenn wir jetzt so ein, zwei Betten oder Teppiche bauen, dann sind die auch wieder schneller weg wie. Ja. Ey! War das Reh, Reh, Reh? Da ist noch ein Platz für ein Reh. Was für Rehfälle? Toll. Das ist komisch. Das Ding ist einfach, ich habe immer noch. In der letzten Staffel so, oh, wir finden einfach kein Hasenfell, wir kriegen kein Rehfell. Eine Schoss Rehe, die waren ja Mangelware hier komplett. Habe ich das eigentlich Rüstung oder ist das ein Bug? Schauen wir mal kurz. Ach du Pisser, Alter. Du bist so ein Arsch. Sehr gut. Das hat funktioniert. Hä, was ist denn jetzt los? Zum Henker. Ja gut, ist blöd gesagt, jetzt haben wir ja die Dächer fertiggestellt. Das ging ja relativ flott eigentlich. Du. Jetzt bräuchte man was Neues. Ja, ich tu gerade ein paar hier Steine reintun, hier, weil ich paar hier hinten hatte ich ja mal ein Steinlager. Habe ich ein bisschen Steine gesammelt immer wieder mal. Jetzt tau ich die gerade da hinten nur in dieses Verstärkungsding. Ja, so ein bisschen Innenausstattung könnte man. Ich habe jetzt auch überlegt, nochmal beim großen Haus, also bei unserer Villa. Ich habe gerade überlegt, wenn man hier beim ersten Stock, irgendwie da vor unserem Schlafzimmer, da muss noch irgendwas rein. Wenn es auch nur eine Bank ist oder so. Was kann man denn noch so bauen? Ich komme mal rein. Das stimmt eigentlich, das fehlt mir so ein bisschen, dass man so ein bisschen mehr Innenausstattung bauen könnte. Ja, das stimmt. Leider. So, ja, man muss sagen, das Spiel ist einfach ein Survival-Spiel und kein Bauspiel. Ja, also allererstes Mal muss ich sagen,
Licht. Unbedingt. Ja. Licht. Nein. Das ist einfach wichtig. Hier würde ich aber ich habe fast das Gefühl. Mhm. Ey, wollen wir hängendes Licht haben oder stehendes? Hängendes. Ich hätte jetzt hier zum Beispiel. Kronleuchter ist halt sauteuer, ne? Glaube ich. Wir können jetzt schon eine einzelne Schaltlampe. Also hier im Schlafzimmer könnte man schon. Hm? Ja. Irgendwie oder auch nicht. Wie hier nicht? Oh. Irgendwie. Irgendwas ist da schief gelaufen. Nee, gefällt mir nicht. 8 Schädel? Was? Das Ding braucht. Da wären wir wieder beim Thema, ne? Ja, genau. Bleib mal mit deinem Licht da, weil ich sonst. Okay. Schau das mal ein bisschen. Wo ist die Mitte des Raums? Eigentlich da, wo es da zusammenläuft, ne? Ja, nicht ganz. Glaube ich. Das ist ein bisschen. Weil das Dach ein bisschen verschiebt ist. Das habe ich ja mit der Hand gebaut. Ja, es sieht auch gar nicht mal so mies aus, oder? Ja, passt. Ich hau mal. Ach, gut, Stoff. Noch ein. Schädel sind halt das größte Problem, glaube ich. Mal wieder. Obwohl, das war vielleicht überhaupt nicht blöd. Lassen wir die erstmal das so ein bisschen hängen. Was haben wir, die Knochen ja, gar nicht? Kann man immer noch ändern, wenn es dann so weit ist. Obwohl, ich habe gerade überlegt, ob man es so breit hinlegt. Also nicht länglich die Lichter, sondern. Mhm. An die Wand könnte man auch Lichter machen. Beziehungsweise hier könnte man sogar versuchen, an der. Warte kurz. An der Veranda, also am Geländer. Geländer, da, ja. Irgendwie so ein paar Lichter. So stehendes. Yep. Alter. Weiß mach nicht so rum. Alter, hier volle Breakdance. Brrr. Ja. Hier wäre auch machbar. Warte, ich muss kurz gucken, dass ich es drehe. Hier. Jetzt fall ich da wieder runter, ey. Scheiße. Komm nicht ganz an die Ecke. Rutsch die Treppe runter. Nein, jetzt habe ich es draußen hingestellt. Ach, fuck. Möchtest du so eine stehende Lampe da oben hinbauen? Ja, ich weiß noch nicht genau, wo. Ich habe es einfach nur probieren wollen. Ich hab nicht so ganz, wie ich wünschte. Wo ist denn das jetzt? Wie ist es in der Wand oder bin ich gesteuert? Also ich hab's jetzt hingebaut, aber. Hast du sicher, dass du es gebaut hast? Weil das war kein Bauplan. Ja, vielleicht ging's genau in dem Moment nicht. Ja. Vielleicht hab ich Glück weiß gehabt. Nicht, wie das ausschaut. Ja, nee, von unten schaut's ein bisschen blöd aus. Tu das wieder weg. Von unten schaut's. Ja, eher so ein Wandding vielleicht. Weißt du, wie ich mein? So ein. Du konntest doch so eine. Aber es gibt doch keine Fackel, die man an die Wand hauen kann, oder? Stehend doch. Und hängend. An der Kirche haben wir doch auch eins an die Wand geklatscht, oder? Ach, ah nee, das war die Schädeldekoration. Die kannst du nicht anzünden, ne? Richtig. Dann könnte man es eventuell hier so machen. Auf. Ich mach Luki Luki. Mach du mal Bowie Bowie. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob sie jetzt in die Richtung von der in Richtung von der Treppe gucken oder hierher, weißt du, so dass der hier rausguckt. Eher rausgucken, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Man könnte es ja aus dem Grund Richtung Treppe. Richtung Treppe? Oder Treppe so. Sixen hier gar nicht. Also nee, so, dass er nach vorne guckt, aber wenn wir halt so reinkommen, dann guckt er. Wir könnten es leicht schräg machen und dann. Warte, ich mach dann leicht schräg. Dann aber ist eine gute Idee eigentlich, da ist was dran sein, ja. Vor allem. Entweder viel oder magst du eher also jetzt nur eins oder magst du ganz viele davon? Also ich sag mal, könnte man ja so und dann noch eins machen. So und dann noch eins machen, dann ist schön. Das hat bis hier vor. Sieht doch ganz nice aus, oder? Ja. Je nachdem, jetzt schauen wir mal, wie hell das dann ist. Vielleicht brauchen wir dann in dem unteren Raum hier dann gar nicht mehr so das Licht. Man könnte ja in jede Ecke oder so eins reinstellen. Oder die hängenden, also die hängenden sind ja nie schlecht. Aber man braucht ja relativ viel Seil, um das alles bauen zu können dann. Ja, Seil kann man ja immer wieder spawnen lassen. Ja, gut, unten haben wir ja. Für Kronleuchter braucht man wieder kein Seil. Ja, doch habe ich schon reingehauen. Ah, okay. Nee, Stoff und. Nee, Stoff war es. Stoff und Knochen. Kein Seil.
Jetzt brauchen wir erstmal ein paar. Gut, die Schädel. Wo kriegt man eigentlich die Schädel her? Verbrennen, oder? Das ist aber jetzt schlecht, weil wir die Köpfe auch brauchen. Mhm. Ja. Scheiß Schädel. Das ist schon heftig in meinen Augen. Jetzt blöd ist halt, dass man einfach nur Knochen-Kronleuchtung so machen kann. Aus Sticks oder sowas. Ich hole mal ein paar Knochen. Ich fülle mich mal mit Knochen. Ja. Haben wir jetzt die Nacht eigentlich? Ist die jetzt, hat die erst angefangen oder wie lange ist schon Nacht? Ich weiß es gerade gar nicht. Ach so, es ist schon länger Nacht. Dann müssen wir durchmachen. Ja. Egal, wir machen eh gerade Innenausbau. So, Knochen sind weg, wir brauchen nur noch die Schädel. Also bleibt das eine da jetzt so stehen? Ich weiß nicht, ich hab's einfach mal so hingebracht. Ich habe halt überlegt, weil du hast gesagt stehend oder ob man hier oben auch hängend macht. Oder ob man's. Moment, wir schauen mal an, wie hell diese drei. Genau, das können wir mal machen. Warum ist hier eigentlich Licht? Ach, das ist dein. Achso, das ist mein Feuerzeug. Wieso ist hier Licht? Also, ich habe jetzt mal ein Teil. Machen wir das erstmal in der Mitte oder das erst ganz vorne? Erst in der Mitte, oder? Ja. Mach hier ein bisschen Baumhart. So. Ein Teil fehlt jetzt noch. Wo? Beim Hinteren. Achso. Hab ich. Warte, ich laufe mal kurz zum Boot runter. Das ist bestimmt wieder gespawnt. Ja, ja, safe. Da komme ich gleich mit, weil jeder kann das, glaube ich, einsammeln, oder? Einmal. Ja. So ein es fehlt manchmal noch so eine Truhe, wo du jeden Scheiß reinschmeißen kannst. Weißt du, was ich meine? Ich meine, so Truhen und so, alles extra, alles schön und gut. Truhen? Die gibt's gar nicht im Spiel. Nee, oh shit. Wir werden hier wieder. Oh, obwohl, wir brauchen Schäden Köpfe und so. Ein Headshot habe ich schon mal gemacht. Scheiße, nein, ich nicht. Bleibst du da? Nein! Daneben geschossen. Einmal erwischt, aber leider kein Headshot. Komm jetzt. Ey, sag mal. Immer wenn ich schieße, ey, dann. Komm! Ja. Stirb! Oh, ich hab'n. So. Dann machen wir jetzt aber erst Schädel. Erst Schädel, ja. Die gut, ja, mit Beinen und Arme kann man ja runterhacken. Nur ja, ich geh aber jetzt erstmal rein mit der Leiche. Geh rein. Perfekt. Dann lassen wir den Kopf dran, nur Arme und Beine weg. So. So. Ich glaube, Beine. Ich glaube, Bein. Manchmal kann man da gar nicht. Das ist ein Bein. Nee, passt. Beine kann es auch dran lassen, ja. Ich habe noch ein Bein in meinem Ding. Ja, ich glaube, ich habe leider auch noch Beine. Das eine Bein, das findet man noch. Ja, gut, der hackt halt. Du kannst das gar nicht so richtig steuern, wo du hinhackst. Weil, wenn ich jetzt hier auf dem Arm hack. Doch. Da geht aber der erste Bein irgendwie teilweise kaputt. Ach so, aber solange der Kopf halt noch dran bleibt. Ja, der Kopf ist noch dran. Warte, das eine Beinding suche ich jetzt. Das möchte ich weghaben. Nein. Mann. Ausrüsten? Nein, dann schmeiße ich dieses Beinchen nein, ins Feuer. Oder auch nicht. Nein. Da bist du. Arm. So. Ein Ding weniger. Sehr schön. Nice. Das ist immer ein geiles Gefühl, so ein Ding weniger haben. Ja. So, wo braucht man das Baumharz, jetzt noch 5 Baumharz? Wo brauchen wir 5 Baumharz? Das weiß ich nicht. Vielleicht irgendwas reparieren oder sowas? Kann das sein? Nee. Das Spiel war es nicht angezeigt. Die haben wir. Oben? Braucht die Kronleuchte noch was? Nee, du brauchst auch nichts. Moment, Baumharz. Prinzipiell sehen wir das dann mal. Ich mag mal die ganzen gelben Hammer echt wegkriegen. Also irgendwie wird es nicht weniger. Das Problem ist, wir haben dann noch die ganzen Verteidigungsanlagen draußen, diese ganzen Spikes und so. Ja, das stimmt. Da müssen wir uns auch mal drum kümmern. So, haben wir erstmal ein bisschen. Ein Schädel. Man kann auch nur. Oh ne, hä? Schädel kann man wieder mehrere mitnehmen. Hä, wie unlogisch. Ja, ja, genau. Da kann man, glaube ich, 2 oder 3. Oh, ich verhungere, sehe ich gerade. Lull. Ausdauer nach oben. Ah, das ist schön, wenn man sich auf die Bank hockt und die Ausdauer geht wieder nach oben. Einwandfrei. Eine tolle Erfindung von der Bank. So, ja, Hunger geht auch wieder. Hallo, und muss das sein. So, dann trinken wir nochmal kurz was. Komm, komm, komm. Willst du unten erst die fertig machen oder den Kronleucht? Ich würde sagen unten, oder? Weil das einfach nur ein Schädel ist immer. Ja. Halt, hast du die ganzen Schädel schon geholt? 2 Stück, ja. Okay. Okay, da ging, glaube ich, gerade eine Falle nach oben.
Yep. Hat er dich ausgenüsst? Er hat mich jetzt gerade voll gerissen, weil ich den... Oh nein. Oh nein. Was ist das? Außen die... Ja, ja, direkt bei uns im Haus. Kriegt das Haus immer noch Schaden? Nee, oder? Nee, das... Glaub nee, ich hab keine Ausdauer, ich kann grad nicht kämpfen. Lul. Hock dich auf die Bank. Ja. Hock mich mal kurz hin. So, die nee. Dächer haben wir schon mal fertig bekommen. Das ist schon mal richtig nice. Ich geil. Dachte eher, dass wir die ganze Folge für die Dächer brauchen, aber das gar nicht. Relativ das war relativ voll schnell, ja. Ja, das ging doch ganz schön das zackig jetzt, ja. Was, jetzt haben wir echt die Dächer noch geschafft. Dann die Inneneinrichtung, die Lampen, ja gut, die haben wir jetzt geplant. Sogar zwei schon fertig. Den dritten schaffen wir vielleicht noch. Sind die noch da, die Gegner? Nee. Ja, ich überlege gerade, wenn man so hinschaut. Es sieht schon ein bisschen komisch aus, wenn jetzt alle Häuser so ein Dach haben, nur das ein Ding da in der Mitte nicht. Ja, ich weiß, ich habe auch schon überlegt, weil eigentlich haben wir draußen die Dinger, ne? Ja, wir haben draußen die vier und die reichen ja eigentlich. Auch schon überlegt. Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Es wird schöner ausschauen, wenn einfach überall so ein Dach drauf ist. Ja. Oder wir bauen mal ein Dach drauf und schauen, ob das vielleicht durchbackt ist. Was. Das wäre nice, eigentlich. Komm, wir bauen da jetzt ein Dach drauf. Wir können mal eins planen. Plan mal einfach eins, aber ja. Prinzipiell sieht es dann schöner aus. Unbedingt brauchen wir es ja nicht. Jetzt kommen die schon wieder. Ich glaube, wenn du im Haus bist... Irgendwie, keine Ahnung, bist du in dem Radius von denen, dass sie dich angreifen? Das ist richtig doof, weil du so nah an der Mauer bist. Oh nein. Und dann greifen sie mal die Mauer an. Ich gehe mal raus. Schau mal, was hier so die Falle ausgelöst hat. Ist hier irgendwo eine Leiche? Ach nö. Jetzt ging doch vorhin. Ich konnte doch vorhin die Richtung beeinflussen, genau bei dem einem Ding. Das ging doch. Nee, jetzt sag nicht, dass es da genau andersrum ist. Ja, genau. Nee, das geht nicht. Das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht an, ja. Ah, ist einer. Ja, was? Nee. Guck mal, da ist die Falle. Hallo. Laufen wir in irgendeine Falle rein. Ich habe jetzt keinen Bock zu kämpfen. Wieso muss ich hier was reparieren? Das geht am Rand. Eigentlich voll unlogisch, warum der da eigentlich so leicht an unser Ding konnte. Und zur Mauer, weil wir da eigentlich über die Fallen haben. Ja, das mit den Fallen. Das hoffe ich auch noch, dass bei Forest 2 vielleicht... Die Fallen ein bisschen... Dann. Komm, lauf mal durch. Mann! Das ist jetzt überlebt. Achso, ach lol, ich habe schon 30 Heidelbeeren gesammelt. Nice. Oh, perfekt. Aber jetzt ist er in die Falle gelaufen. Also manchmal... Hast du diese Fallen, weißt du? Du kämpfst bei den Fallen und er läuft immer drüber, hüpft drüber, läuft einfach durch. Es ist manchmal arg nervig. Aber in gewisser Weise funktionieren sie, ja. Ich habe hier zwei Leichen. Lol, die eine war voll verbuggt. Hatte ich hier eine? Die andere hängt an den Spikes noch dran. Lol. Deine ist gerade in die Falle gelaufen, sehr gut. Du stirbst jetzt durch Headshot, sehr schön. Dann müssten wir vier haben. Weil eine war schon dran, einer ist gekillt, einer. Oh, da. Ah ja, einer hängt noch in der Falle drin, der andere ist unter Baumstamm. Sehr gut. Ich trage die Leichen mal hier rein. Der ist voll verbuggt. Lul, guck doch mal, wie er da liegt. Also, für sich wie Gummi sind, warte. Kopf. Siehst du das? Nee, bei mir schlägt er nochmal da. Echt? Nee, bei mir ist der Kopf um 360 Grad gedreht. 360 Grad, so. Also. 180 Grad, lol, sorry. Arm 1? Ich kann da zum Beispiel die Arme gar nicht so richtig. Ach, da liegen zwei. Oh, das haben wir, glaube ich, auch nicht geschafft, dass unter einem Baumstamm zwei Leute sind. Doch, 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 das habe ich schon geschafft. Ja. Eigentlich Beine kann man jetzt auch komplett dran lassen, ne? Nee, Beine kann man dran lassen, Arme... Nur die Arme eigentlich, nur noch die Arme abpacken. Und Kopf halt für die Zukunft. Lol, da waren drei Leute unter dem Baumstamm. Was zum Teufel? Okay, krass. Ja, die bringst schon. So ist nicht. Okay, das habe ich noch nie gesehen. Was, drei Leute unter dem Baumstamm? Nein. Naja. Zwei weiß ich safe. Also die Fallen bringst schon. Ich bin ja, schon stolz auf... Also guck dir mal an, was wir uns da gespart haben für einen Kampf gerade. Weil hier einfach vier Leute in die Fallen gelaufen sind. Also,
Aber ich muss auch sagen, es war jetzt schon mal was Besonderes, dass vier Leute reinlaufen, ne? Scheiße, jetzt siehst du dir das scheiß Bein. Bei den letzten Kämpfen. Ah, du kommst auch hinter. Die Arme. Ja, dann machen wir jetzt mal die ganzen Schädel, ne? Köpfe machen wir andermal. Das Doofe ist halt, ich muss jedes Mal wegen zwei Arme wieder rauslaufen und die Arme wegbringen. So. Ja, ich bin auch gleich da. Arme. Nein, 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 nein. Mann, macht der wieder. Ja, ich muss. Hallo? Irgendwie. Mach jetzt diesen Scheiß. Arm. Perfekt. Do it. Just do it. So, ich mach mal das Feuer. Haben wir hier wieder zwei Arme. Die kommen hier. Brauche ich drei Arme? So, dann haben wir mal ein Bein. Genau, die hinten kannst du schon mal reinwerfen. Die brauche ich noch. Warte, die muss ich hier zerhacken. Ach, hier liegt ein Bein. Okay. Ein Arm meine ich. Das ist sogar von dem. Achtung, ich haue. Mit dem ein bisschen über Decks. Perfekt, den kannst du auch reinhauen. Obwohl, den kann ich auch reinhauen. Der hat noch Arme. Der da hinten. Dann bringe ich mal die Arme wieder weg. Kann ich einmal einen Arm reinhauen. Oh, da haben wir auch noch 7 Arme. Okay, krass. Ach scheiße, ich kann den Arm da nicht aufheben. Musst du mal. Macht nichts, kann ich machen. Das. Hä? Der hat ja noch einen Arm. Ja. So, und dann kannst du den eigentlich auch reinschmeißen. Mhm. Da brauchen wir keine Arme mehr, da brauchen wir auch keine Arme mehr, dann machen wir hier. So. Oh. In den Armen geht's schon voran. Und da müssen jetzt so viele Schädel rauskommen. Okay, 3 Schädel schon gesammelt. Knochen kann ich schon nicht mehr sammeln. Ich tu mal hier wieder. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Feuer ist aus. Ah ja, das sieht, glaube ich, ist auch aus, ja. Knochen haben wir schon alle voll wieder, ne? Ach, wir bräuchten eigentlich einen 4. Knochen. Knochensammler. Knochenkorb. So, ein Schädel ist noch da und einer liegt noch im Lagerfang. Jo. Zack. Ein Schädel habe ich. So, unten sind wir durch. Perfekt, nice. Was haben wir hier oben? Dann fehlen oben noch 5. 5. So, 4 fehlen oben noch. Und eine müsste ja noch kommen, oder? Null. Sind die ganzen Knochen hier unten, die spawnen? Hast du die alle? Nee, gut? Ich habe ein paar eingesammelt, weil ich vorhin welche abgegeben habe. Okay, was kann ich da vielleicht noch welche? Ah, da konnte ich wieder welche reinschauen. Echt? Wo? Direkt beim Eingang konnte ich jetzt richtig viele reinhauen. So, dann war es doch noch nicht voll. Aber jetzt ist es voll, ne, überall. Hm. Und nu? Sollen wir in unserem Haus auch irgendwo ein Knochending reinhauen? Ne, sag mal, blöd gesagt, kann man Knochen einfach liegen lassen, weil die spawnen eh. Hast du, irgendeinen Schädel aufgenommen, den letzten? Ja. Also waren wir eigentlich nur noch 3, dann ging es doch schneller wie erwartet, die 8 Schädel jetzt. Ging ja. 3 Schädel. Ist es ganz so leicht, da hinten laufen 2 Schädel, das sehe ich. Gut, aber ich würde meinen, wegen der Zeit. Jo, passt perfekt. Vielleicht wieder. Ja. Perfekt. Oh, das Tor noch zumachen vielleicht. Ja, habe ich auch gesehen. So. Und dann haben wir doch wieder was geschafft in der Folge. So langsam. Mehr als erwartet. So langsam, ja, sehe ich ein Ende. Wenn wir die Einrichtung haben, weil dann haben wir eigentlich nichts mehr Großes, außer die Effigies fertig machen und die. Ich glaube, während wir die Falle außenrum fertig machen, also die Spikes, was wahrscheinlich eine Riesenarbeit wird noch, werden wir bestimmt so oft angegriffen, dass wir leicht die Effigies noch schaffen. Und dann könnte man uns auf zum Story. Jetzt blöde Frage, es gibt doch so neue Baupläne, die von der Kirche haben wir gefunden. Es gibt ja noch 3 andere Seiten, sag ich mal, für diesen Fliegerturm da und ja, so. Ja, aber den Fliegerturm werde ich nie. Also, ich meine, ich hätte noch viele Ideen, die wir bauen könnten. Ja, nee. Aber, wir können dann, wenn wir soweit sind, dass wir sagen, wir sind mit allem fertig, ne? Können wir schauen, machen wir jetzt die Story oder bauen wir noch ein Projekt? Das können wir ja immer so nach und nach machen.
Ja, gut, das Problem halt ist bei dem Lagerhaus ist, dass das Dach halt jetzt nicht funktioniert, so wie wir es uns vorstellen. Warte, vielleicht Die kann ich Frage das ist einmal jetzt, probieren. Dach verkehrt rum oder kein Dach? Was ist schlimmer? Man könnte es ja. Kurz. So rum. Ich weiß nicht, aber ich glaube, vorhin habe ich es ja hinbekommen. Das ist eigentlich das, was mich wurmt. Wieso es jetzt nicht funktioniert vorhin? Warst du da drinnen? Kann sein. Ist aber schon doof, ne? Oder hatte ich da so vor irgendwie einen Knick in der Optik, dass es eigentlich doch nur so ging und ich habe es nicht erkannt? Ist schon blöd. Ja, da kann ich. Da kann man Nee, ja. ja. Im Endeffekt kann man ja da. Es geht halt immer auf der langen Seite, das Offene. Und Ja, es das ist kann man halt nicht irgendwie. beeinflussen. Ist halt nicht so geil. Ja, blöd gesagt, weil die ganzen anderen Häuser, die wir gebaut haben, da ist die Längsseite immer wo an. Nein, bei dem Haus, wo ums Stocklager, geht es wieder andersrum. Ein Murks. Nee, nee, halt, sorry. Ich hab. Nee, stimmt schon so. Obwohl, die ist eigentlich relativ quadratisch. Naja, keine Ahnung. Dann ist es halt leider so. So. Hast du es überall? Da. Speichere ich mal. Ja, hier hinten. Da habe ich ein bisschen, also hinten habe ich es ein bisschen verkackt, aber ansonsten sieht das ganz gut aus. Oh, schön, sehr schön. Hinten siehst du das, dieser eine Balken, der ist nicht ganz korrekt, aber ich glaube, da kann man Nee, auch. passt. Sehr schön. Einmal frei. Dann speichere nochmal, bevor das wieder weg ist, weil ich habe das, glaube ich, geschafft, nachdem du gespeichert hast. Ich muss eh auch nochmal Ja. speichern. So. Passt. Speichern wir nochmal. Krass, ich könnte schlafen. Lull. Mitten am Tag. Geh mal raus Ja, aber hier. mehr die Nacht nicht geschlafen haben. So, perfekt. Und dann, ja, bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen bei dieser Folge und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bin gespannt, wie es weitergeht, Gerne. was wir noch alles machen in dem Let's Play in der Staffel Zweiten und Staffel. Genau. Dann bis bis zur dahin. nächsten Folge. Tschüss. Tschaikowski.